bin hier früher als Spieler, ich habe glaube ich 73 mein erstes Spiel hier gemacht oder 74, immer sehr gerne hingekommen und ich kann mich an viele Spiele am Aachener Tivoli noch erinnern, wo es immer Spaß gemacht hat zu spielen. Hier in diesem neuen Stadion habe ich die Gelegenheit natürlich nicht mehr gehabt, weil man ja auch mal ein bisschen älter und erfahrener wird. Aber als Trainer durfte ich auch einmal hier mit meiner Mannschaft im letzten Jahr spielen und habe auch hier dann sofort die positive Stimmung im Stadion natürlich gespürt. Da hat sich nicht großartig was verändert. Und deswegen war die Entscheidung, als Erik mich angerufen hat und wir das ein oder andere Gespräch gehabt haben, für mich dann relativ schnell klar, dass ich auch die Chance, weiter im Bundesliga-Fußball arbeiten zu dürfen, dann hier bei Alemannia Aachen, dass ich sie wahrnehmen möchte. Und das habe ich dann gemacht. Und ein zweiter Punkt ist natürlich das, was Erik eben gesagt hat, dass wir uns schon sehr lange kennen, dass ich ihn damals nach Deutschland geholt habe, dass er nach dieser Entscheidung eben in Deutschland richtig Fuß gefasst hat und sich richtig durchgesetzt hat, am Schluss eben auch noch hier bei der Alemannia. Und ich glaube, dass wir auf einer Wellenlänge funken und deswegen freue ich mich total auf diese Aufgabe. Ich weiß, dass sie schwer ist, ich weiß, dass sie nicht so einfach ist, aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir auf Dauer eben den Tabellenplatz, den wir im Moment innehaben, auch verlassen können, verlassen werden, um eben in einer Region dann wieder Fußball zu spielen, der mit dem Abstieg in dieser Saison nichts zu tun hat. Das ist das Ziel, was wir jetzt erstmal haben, die Mannschaft zu stabilisieren, die Mannschaft wieder dorthin zu bringen, dass sie Spiele gewinnt. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig oder das Wichtigste überhaupt. Und damit wollen wir morgen anfangen. Wir werden morgen um 10 Uhr mit der Mannschaft das erste Mal trainieren. Wir, das heißt Christoph John und ich, den ich als Co-Trainer mitbringe. Und dann geht es mit der Spielvorbereitung los auf das Spiel gegen Union Berlin am Samstag. Wir werden morgen zweimal trainieren, wir werden Donnerstag zweimal trainieren. Wir müssen uns jetzt kennenlernen, das werden wir. Ich wollte den Jungs den heutigen Tag noch mal gönnen, um durchzuschnaufen. Den haben sie sich auch verdient mit der Leistung am Sonntag. Das war eine gute Leistung gegen Greuther Fürth hier im eigenen Stadion. Einen Punkt zu holen gegen die Mannschaft, die ich persönlich im Moment als beste der zweiten Liga bezeichne, weil sie sind sehr konstant, sie schießen sehr viele Tore und das ist gegen die Alemannia nicht gelungen. Das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Und wenn wir jetzt noch dazu kommen, eben auch Tore zu schießen, das ist das Manko, was Alemannia in dieser Saison bisher auszeichnet, negativ auszeichnet, das wollen wir natürlich ändern und damit, wie gesagt, fangen wir morgen an.